Liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen hier aus dem Hotel Eden in Spiez. Das Hotel Eden ist ein traumhaftes Hotel an bester Lage mit Sicht auf Schloss und Berge, man sagt auf die Bucht Europas, die schönste Bucht Europas. Spiez ist ein Kurort, schon seit vielen Jahrzehnten oder sogar über 100 Jahre, und hier gibt es eben dieses Hotel Eden. Es wird geführt von Patrick Jäger. Hallo Patrick, herzlich willkommen. Danke Hans, merci vielmals. Raphael Godard ist auch dabei. Warum? Das haben Sie vielleicht schon festgestellt vor 14 Tagen, dass wir ein kurz spontan Hotel Weekly gemacht haben. Es geht um Simon und Joseph, so heißt eine Firma, und ihr bietet eine ganz besondere Leistung an im Bereich des Housekeepings. Sozusagen ein individualisiertes Housekeeping. Über das sprechen wir jetzt die nächsten Minuten. Und warum ist Patrick Jäger dabei? Er ist einer der ersten, seit August 2021 ist er bei Simon und Joseph dabei, einer der ersten Hoteliers, der auf dieses Konzept oder auf diese Idee, kann man ja auch sagen, setzt. Also ganz kurz, Patrick, im August 21 hast du dich entschieden, bei Simon und Joseph mitzumachen. Warum? Was war damals der Hauptgrund, dass du gesagt hast, das machen wir hier in unseren Zimmern? Wir entlassen in dem Sinne das Housekeeping und der Gast soll selbst entscheiden, was da genau passiert. Warum also? Wir haben uns dafür entschieden, weil wir damals entschieden haben, dass wir dem Gast gerne mehr Service bieten möchten. Und ein personalisierter Zimmerservice, der ganz einfach zugänglich ist über einen QR-Code, den der Gast im Zimmer scannt, war für uns eigentlich so mit der Hauptfaktor. Wir haben dadurch nicht nur das Housekeeping entlastet und auch mehr im Bereich Nachhaltigkeit als Betrieb tun können, sondern wir haben dem Gast mehr Service geboten, mehr individueller Service. Und darauf kommt es aus meiner Sicht heutzutage besonders an. Du sprichst ja vom individuellen Hotelzimmer. Da geht es vor allem um das. Da geht es vor allen Dingen um das, dass der Gast entscheiden kann, was möchte er im Zimmer an Dingen gereinigt haben, was möchte er an Zusatzleistungen buchen, wie möchte er die Minibar bestückt haben, alles ganz nach seinen Bedürfnissen für seinen Aufenthalt. Mhm. Raphael, wie läuft das konkret ab? Du hast ja diese Idee gehabt und mit deinen Kollegen und Kolleginnen umgesetzt. Was ist so die Basis dieser Dienstleistung? Die Basis der Dienstleistung ist eigentlich, dass jedes Zimmer mit einem individuellen QR-Code ausgestattet wird. Das heißt, für den Gast ist es anonym. Er muss sich nicht identifizieren oder ausweisen oder irgendwie zuerst ein Login erstellen, sondern die Basis ist, dass jedes Zimmer eine eigene ID hat. Und anschließend gibt uns der Hoteldirektor, wie jetzt hier in diesem Fall Patrick, die gewünschten Serviceleistungen an, welche er seinen Gästen anbieten möchte oder zur Verfügung stellen möchte. Und anschließend kann der Gast sich einfach einloggen, indem er sich den QR-Code scannt, die Serviceleistungen auswählen, welche er in Anspruch nehmen möchte, aufgrund seiner Bedürfnisse, die er hier und jetzt verspürt, und dann wird das Ganze direkt ans Hotel geschickt und die haben die Übersicht, welche Zimmer wünschen welche Leistungen. Welche Leistungen werden denn so gewünscht? Kann man da so eine Hitparade machen? Platz 1 Bettwäsche, Frottewäsche, Platz 2 vielleicht Bodenreinigung oder sowas? Platz 1 ist mit Sicherheit der Verzicht auf die kompletten Leistungen, also die Abbestellung der Zimmerreinigung, das ist mit das, was am häufigsten ausgewählt wird, und anschließend ist es der Verzicht auf den Wäschewechsel, wo die Gäste einfach von sich aus bewusst sagen, ich bin 3 Nächte in einem Haus, die Frottewäsche kann ich die 3 Nächte benutzen, einen Bettwäschewechsel möchte ich auch nicht haben, aber man darf gerne den Mülleimer leeren, den Boden wischen oder eben auch Minibar individuell bestücken. Diese Service funktioniert ja nur ab einer Nacht, und nein, ab 2 Nächten muss man sagen, oder wie ist das? Ganz genau. Die Zimmerreinigung, also sprich die Restaurantreinigung, findet ja nur statt, wenn ein Gast 2 Nächte bleibt. Bei einer Übernachtung bleibt die Schlussreinigung dennoch zu machen. Jeder Gast wünscht auch ein frisch gemachtes und aufgeräumtes Zimmer und deshalb greift unsere Lösung ab 2 Nächten. Wenn man jetzt die Gäste so ein bisschen anschaut, ihr habt ja jetzt ziemlich Erfahrung in diesem Bereich, wer entscheidet sich für diesen Service, um den mal so zu sagen? Was sind das für Menschen oder Gäste? Es sind unter anderem Stammgäste. Wir können sie auch ein bisschen kategorisieren, vor allen Dingen europäische Gäste, die eben gerne 3 Nächte oder länger bei uns im Haus bleiben. Europäische Gäste, also Schweizer Gäste kann man sagen. Schweizer Gäste kann man sagen. 80% eurer Gäste sind aus Schweiz. Genau. Und das sind Stammgäste. Ein Großteil davon sind Stammgäste. Und das sind alles Menschen, die mehr als 2 Nächte hier übernachten. Ja, 3 Nächte und mehr wird der Service am häufigsten gebucht. Simon und Joseph oder Joseph und Simon? Nein, Simon und Joseph. Okay, ihr habt ja über 40 Hotels. Was ist so die erste Zwischenbilanz, wenn man über alle Hotels schaut? Wie bewährt sich das? Wie kommt es an? Was würdest du sagen? Die erste Zwischenbilanz ist sehr positiv. Patrick hat es vorhin gesagt, die meistgewählte Serviceleistung ist eben kein Service. Das sehen wir jetzt über alle Hotels, ist das wirklich die mit Abstand die meistgewählte Leistung. An zweiter Stelle, spannenderweise, wenn ich so über alle Hotels blicke, es wird gewünscht, dass das Bett wieder schön gemacht wird, also schön hergerichtet wird. Das heißt nicht Bettwäsche auswechseln, aber das Bett wieder schön so herrichten, dass wenn ich am Abend zurückkomme, das Bett wieder einladend ist, sage ich mal.
Und anschließend stimme ich Patrick zu. Die zweiten Kategorien sind dann Mülleimer leeren oder Boden aufwischen, Staubsaugen. Mhm. Aber Badezimmer, eine komplette Badezimmerreinigung, Frottierwäsche auswechseln, das sind wirklich Kategorien, die sind abnehmend. Wie viele Gäste machen mit? Also wenn wir 100 Gäste haben, wie viele entscheiden sich für diesen Service? Muss ich sagen, über alle Gäste momentan unter 10%. Man muss das Ganze aber auch relativieren. Wir haben auch unter anderem Seminargäste im Haus. Wir haben eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 1,8 Nächten momentan. Das heißt, der Service greift ja erst ab Gästen, die 2 Nächte bei uns sind. Und da merken wir, erst ab 3 Nächten wird es für den Gast relevant, dass er auf diesen Service wirklich zurückgreift. Das spielt aber für mich gar keine Rolle, weil jeder Gast, der den Service personalisiert, kriegt ein individuelles Erlebnis. Also wir können dem Gast einen Mehrwert bieten. Und wenn wir das für 5 oder für 10 Gäste machen, ist das für uns schon eine Dienstleistung. Und wenn der Gast die Reinigung abbestellt, habe ich direkt ein Ersparnis. Also mit jeder einzelnen Buchung habe ich ein Ersparnis dabei. Und da nehme ich jede mit, die ich bekommen kann. Ersparnis in Bezug auf Personaleinsatz, natürlich Kosten sind das, Personalkosten, Reinigungsmittel, Ressourcen, Wasser und solche Dinge. Genau, und natürlich auch Schonung der Infrastruktur, weil Zimmer, die jeden Tag gereinigt werden, werden auch anders abgenutzt als Zimmer, die eben dort reduziert sind. Ihr seid ein 4-Sterne-Superior-Haus und man weiß, die Hotelklassifikation geht davon aus, dass eben Zimmer täglich gereinigt werden. Da ist ein gewisser Konflikt da. Raphael, was sagst du dazu? Ich sehe darin eben keinen Konflikt, weil der Gast entscheidet, was er gereinigt haben möchte und ob er teilnehmen möchte. Das heißt, wenn der Gast nicht teilnimmt, dann wird das Zimmer standardmäßig gereinigt. Wenn er teilnimmt, darf der Gast seine Bedürfnisse äußern und nur die Leistungen werden erbracht, welche der Gast auch geäußert hat. Das heißt, den Konflikt würde ich sehen, wenn keine Zimmerreinigung mehr als Standard wäre und der Gast eine Reinigung hinzubuchen muss, was ja in unserem Fall nicht der Fall ist. Mhm. Über alles gesehen, wir kommen langsam zum Schluss. Raphael, vielleicht du, der Werbespot, könnte man dem sagen, was jetzt kommt. Warum soll der Hotelier, warum soll ein Hotel hier mitspielen? Der Werbespruch würde ich fast lieber Patrick überlassen als Hotelier. Aber er hat das Schlusswort. Meine Argumente sind immer wieder dieselben. Die Bedürfnisse der Gäste sind so unterschiedlich und lass doch den Gast entscheiden, ob er eine Zimmerreinigung wünscht und wenn ja, welche Serviceleistungen gewünscht werden. Das alles kombinieren wir auch mit einem spannenden Geschäftsmodell, sprich der Hotelier, die Hotelierin bezahlt lediglich, wenn die Serviceleistungen durch den Gast gebraucht werden. Deshalb, wir haben keine Fixkosten, sondern nur variable Kosten, sodass eigentlich auch die Kosten im Griff, dass der Hotelier die Kosten im Griff hat. Das ist unser Ansatz. Patrick, das Schlusswort. Mein Schlusswort ist, ich entscheide mich für Simon & Joseph und würde das immer wieder tun, weil ich den Gästen eben ein personalisiertes Erlebnis bieten möchte. Für mich als Hotelier hat es Vorteile. Ich kann einsparen, ich bezahle nur, wenn das System aktiv wirklich genutzt wird. Ich habe mehr Gästeerlebnis, was ich bieten kann. Und zudem kann ich gleichzeitig auch noch mit der Nachhaltigkeit Maßnahmen umsetzen, die auch zum Beispiel zu einer Sustainable-Zertifizierung beitragen können. Vielleicht trotzdem noch eine Frage. Wir sind hier in deinem wunderbaren Hotel Eden. Das wurde in den letzten Jahren für Millionen saniert. Es gibt hier einen Spa-Bereich mit eigenem Hallenbad und andere Dienstleistungen. Es gibt einen Kongress- und Tagungsbereich, der auf dem neuesten Stand ist hier in Spiez. Spiez ist ja sehr gut gelegen, wie man weiß, per Zug, aber auch mit Autobahn und so weiter. Jetzt der Individualgast. Warum soll der im Hotel Eden, sagen wir, ein Wochenende oder ein paar Tage Urlaub verbringen? Was ist dein Argument? Wie würdest du in dem Sinn auch die Positionierung des Hauses kurz umschreiben? Man kommt einfach sehr, sehr schnell zu uns, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vereinfacht. Also schon die Anreise ist sehr, sehr einfach gestaltet. Wir liegen hier in der schönsten Bucht Europas, umgeben von Natur, Wellness, Genuss, Erholung. Das steht bei uns wirklich im Zentrum. Und auch nach dem Aufenthalt kann man ganz entspannt wieder nach Hause reisen. Es gibt wahnsinnig viele Erlebnisse, sowohl für den aktiven Gast, auch für den, der sich einfach nur zurückziehen möchte. Und dafür sind wir seit 1903 für unsere Gäste da. Seit 1903 gibt es dieses Hotel, effektiv. Ah ja, wunderbar. Sehr schönes Schlusswort. Raphael, herzlichen Dank für das Gespräch. Patrick ebenfalls, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war's hier aus dem Hotel Eden in Spiez. Wir haben gesprochen über Simon und Joseph, diese neuartige Housekeeping-Dienstleistung. Mehr Details dazu lesen Sie auf Hotel Inside im Text und in grafischer Form. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke. Dankeschön.